Caridio Image und Eventfilmproduktion. Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Thorsten Herbst besuchte unsere Reisegruppe das politische Berlin. In vielen Branchen herrscht momentan Nachwuchsmangel. Politisch gibt es aber dafür gar keinen Lösungsweg. Oder haben Sie eine Idee? Ich glaube, wir müssen an zwei Sachen arbeiten. Das eine ist das Thema Berufsorientierung. Wir haben, was ich immer feststelle, gewisse Trendberufe, die aber am Ende gar nicht so sind, dass man sich damit ernähren kann. Wir haben auf der anderen Seite Naturwissenschaften, IT, haben wir eine riesen Nachfrage, die wir überhaupt nicht bedienen können. Und das bremst auch das Wirtschaftswachstum, das bremst auch die berufliche Entwicklung und die Entwicklung der Unternehmen. Und deshalb, glaube ich, geht es darum, im Rahmen Berufsorientierung mehr zu tun. Wir müssen auch Leute hier aus der Reserve rausholen. Wir haben rund 2 Millionen offene Stellen. Wir auf der anderen Seite immer noch relativ viele Arbeitslose. Auch da müssen wir aktivieren. Und der dritte Baustein aus meiner Sicht ist eine Fachkräfteeinwanderungsinitiative. Die wird auch im nächsten Jahr kommen, um Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten nach Deutschland zu holen. Bürokratie ist beinahe allen Unternehmern ein Dorn im Auge. Wie sehen Sie das? Was können Sie da tun? Ja, es gibt leider so ein unterschwelliges Misstrauen und so eine Kontrollwut des Staates. Ich glaube, das ist falsch, weil nahezu alle Unternehmer haben ja ein Interesse daran, sich auch ordentlich zu verhalten. Und gerade wenn wir heute uns den Arbeitsmarkt anschauen, du kriegst ja gar keine Mitarbeiter, wenn du ihnen keine guten Bedingungen bietest. Und sag mal, deshalb ist, glaube ich, dieses Misstrauen oftmals überhaupt nicht gerechtfertigt. Und wir haben jetzt ein Belastungsmoratorium in der Koalition beschlossen, dass in der aktuellen Situation nicht der Staat noch zusätzliche Maßnahmen beschließt, um Unternehmen zu belasten. Und wir haben darüber hinaus in der Koalitionsvereinbarung beschlossen, ein Bürokratieabbaupaket auf den Weg zu bringen. Und daran werden wir auch im nächsten Jahr arbeiten. Ja, und jetzt zum Abschluss. Was wünschen Sie sich für Deutschland innerhalb der kommenden 2 bis 3 Jahre? Ja, ich hoffe, dass das Land wieder auf einen guten Kurs kommen kann, dass wir die aktuelle Inflation überwinden, weil das ist kalte Enteignung. Und dass jeder, der hier im Land lebt, auch für sich persönlich eine Zukunft sieht. Denn wir wollen, dass die Menschen selbstbestimmt leben können. Und das funktioniert nur, wenn auch die materiellen Bedingungen stimmen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Herbst. Ja. Überparteiliche Verbandsarbeit wird vom BVMW organisiert und unterstützt regionales, nationales und internationales Networking. Nun freue ich mich auf eure Likes, Kommentare und darüber, dass ihr diesen Teilen-Button ganz fleißig nutzt. Eure Sandra. Caridio Image und Eventfilmproduktion.